Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Update von auf dem Kanal JK's Forever One, wieder mit meiner Sammlung im Hintergrund. Ich mache ja immer verschiedene Blickwinkel und deswegen, ja, das ist das erste Video nach meinem Jubiläumsvideo tatsächlich, was ich vorproduziere. Und deswegen, ja, ich habe ein paar neue Sachen in den letzten Monaten bekommen und das möchte ich euch jetzt einfach mal vorstellen. Darunter allerdings auch ein neues Upgrade von der DVD auf eine Blu-ray, wobei bei ihm behalte ich ja die DVDs natürlich. Und ja, und wenn ich das schon sage, wisst ihr natürlich bestimmt schon, um wen es geht. Natürlich, es geht um Will Smith. Jetzt habe ich sein 7 Leben auf Blu-ray. Ich habe ja die DVD gehabt. Jetzt habe ich hier das endlich abgegradet. 2009. Ja, das war ja auch hier das mit der Premiere für die, wo ich das berühmte Bild habe. Habe ich ja schon im Jubiläumsvideo darüber gesprochen. Ja, schöner Film. Mal etwas ein etwas anderer Film als Will Smith, als sonst seine Actionfilme und so weiter, sondern hier wirklich mal ein Drama draus. Und er macht wirklich eine gute Figur. Sehr ruhiger Film und auch sehr sanftfühlender Film. Und ja, dann haben wir hier natürlich dann wieder die in der Inhalt, dann auch hier die technischen Spezifikationen und hier oben der Bonus. Ja, dann haben wir hier natürlich dann auch die Machern. Ja, und das ab 12 ist das, auch im Englischen heißt es 7 Pounds. Das finde ich ziemlich cool, dass sie hier das so gemacht haben. Ne? Wieso ist das jetzt schon wieder so? So. Das finde ich ziemlich geil, dass die 7 Pounds das auf Englisch gemacht haben auf der Blu-ray. Absolut cool. Und das mit der Qualle hat ja auch im Film einen Hintergrund. Ja, der Film ist ab 12, wie man hier so schön sieht. Und natürlich voll geplatscht mit den Marken einfach nochmal. Ja. Aber dennoch, 7 Leben, ein schöner, toller Film mit Will Smith. Und natürlich auch noch anderen. Also Will Smith ist nicht der Einzige. Also Woody Harrelson ist auch hier sehr zu empfehlen. Oder auch hier Rosario Dawson. Also da gibt es auch noch andere gute Schauspieler. Aber Will Smith ist nun mal ein, ja, Geldbringer sozusagen. Und deswegen. So, jetzt habe ich zwei neue Sachen tatsächlich. Und da mache ich tatsächlich auch so ein Update einfach Video mit, ja, aufmachen. Da habe ich nämlich hier den Film Rampage. Big Meat Bigger mit Dwayne Johnson. Hier schon leicht aufgegangen. Hier habe ich die 4K Ultra HD Blu-ray. Limited Steelbook Edition. Also 4K Ultra HD und die Blu-ray noch dazu. Und absolut, ich habe den ja im Kino gesehen und mir gefällt es richtig gut, der Film. Ist ja eine Videospielverfilmung wieder, muss man ja dazu sagen. Und der Film ist ab 12 und richtig cooles Action-Kino mit Dwayne The Rock Johnson. Big Star, Big Monsters, Big Fun. Ja, also absolut genial. Obwohl, ja, doch. Ja, und das mache ich jetzt hier mal auf, weil das ist jetzt komplett neu. Ich habe ja hier schon, weil das wollte ich jetzt euch auch noch mal vorstellen dann hier. Ach, so, weil, wie gesagt, das ist neu. Und dann, so. Ja, und dann, ja, wie ihr schon seht, wir haben hier schönes, mattes Steelbook. Das muss man schon sagen. Ich habe das jetzt mal schön in die Sonne, weil hier sieht man am besten. Ja, schön, dass die Sonne gerade so richtig schön da ist. Also richtig schön matt gehalten. Und dann haben wir hier diese J-Card, die man hier abmachen kann, wo dann auch das FSK 12 Logo draufgeflatscht ist. So, zack. Achso, da unten. So, und dann hier. Halleluja, so, jetzt habe ich es. So. Ja, Jack hat hier vorne dann das und hier hinten haben wir dann, wie gesagt, die ganzen Sachen hier, technischen Spezifikationen, Specials, ja.
Und dann hier Steelbook, das hatte ich ja eben gerade gezeigt hier. Und dann hier hinten dann die drei Monster, um die es geht. Der Gorilla, der Werwolf und der Alligator. Ich meine, ich habe es gerade in letzter Zeit mit Alligatoren. Ja, vor allen Dingen Quarl habe ich dann auch vor letztem gesehen. Ja, dann haben wir hier die 4K Blu-ray. Auch mit richtig cool. So, ich mache mal jetzt anders. Zack, ich mache mal jetzt hier kurz so. Und hier die Blu-ray. Und dann haben wir hier, was ich richtig cool finde, richtig cool, schönes Inlay-Cover. Also, oder Inlay. Also, finde ich richtig cool, dieses mit dem Gorilla. Fehlt nur noch, dass ich die Kinokarte da reinmache. Das wird auch noch stattfinden, weil, ja, den habe ich auch, wie gesagt, im Kino gesehen. So, jetzt mache ich es aber mal andersrum. Dadurch, dass ich natürlich kein 4K habe, mache ich nämlich die 4K Blu-ray nach hinten und die Blu-ray nach vorne. Ja. Rampage, Big Meets Bigger. Richtig cooles Action-Kino. Finde ich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Film zu sehen. So, und jetzt kommt noch eine neue, und das ist eine Neuerscheinung, die vor kurzem erschienen ist. Und ja, die ist in vielen Sachen schon viel ausverkauft, habe ich mitbekommen. Aber ich wollte eine haben, weil ich fand die Steelbook richtig cool. Es ist nicht die 4K Steelbook. Es ist die limitierte Steelbook Edition. Das ist der Film Shazam. Ja. Einer der geilsten Filme von DC, wie ich finde. Also mir hat er richtig viel Spaß gemacht. Er ist richtig witzig und wirklich, wirklich top DC-Film. Kann man wirklich sagen. Und ja, wie viele es auch schon andere gesagt haben, dass die E-Book sowohl als das normale hier in dieser Version als auch dieses 4K-E-Book sind auch richtig schön geworden. Das muss man auch ehrlich sagen. Gut, ich kann es jetzt nicht vergleichen mit dem Avengers-E-Book. Ich kann es nur vom Sehen auch sagen. Das Avengers finde ich okay. Aber da muss ich auch wieder sagen, Punkt geht hier definitiv an DC, weil das finde ich richtig geil. So, und das öffne ich jetzt auch hier nochmal für euch. So, ja, und ja, was kann man zu Shazam sagen? Also, Shazam macht richtig viel Spaß zu gucken. Also, ist wirklich einer der witzigsten DC-Filme auch in meinem Sinne. Und ist ja das Pendant zu Marvels Captain Marvel. Was für Marvel Captain Marvel ist, ist für DC Shazam. Ja, und jetzt haben wir das hier draus. Ja, hier vorne. Das ist das Einzige, was jetzt hier so ein bisschen, ja, so ein bisschen blöd zu dem Cover daherkommt. Da mache ich das vielleicht noch irgendwie, versuche ich das weg. Das fühlt sich auch so ein bisschen rau an hier unten. Ja, ab 12, limitiertes Steelbook. Und ja, und auch hier wieder diese J-Card. Und das mache ich jetzt auch nochmal weg hier. Und ich muss auch sagen, dieses 4K-Steelbook nur mit diesem Blitz finde ich auch nicht schlecht. Aber ich habe kein 4K, deswegen habe ich mir jetzt nur das geholt. Und ja, hier dann das hier. Und hier hinten haben wir dann auch hier wieder Inhalt, Extras und die technischen Spezifikationen. 132 Minuten läuft das. Und ja, und Dolby Atmos UHD im deutschen Ton sogar. Richtig cool. Kommt dann also richtig cool rüber. Und ja, der Film ist vollgespickt voller geiler Effekte, das muss man schon sagen. Und gehört für mich wirklich zu einem der besten Filme, wie auch, war das jetzt dieses Jahr? Ja, in diesem Jahr, weil er richtig Bock macht zu gucken. Ja, wie schon, wie halt auch natürlich auch schon andere immer schon gesagt haben, tolles Cover, auch alles hier sozusagen so nach außen gestanzt oder nach außen hier, der Schriftzug, dieses DC, also man sieht auch hier richtig gut, dass das richtig so ist und auch hier der Rahmen, also wirklich, da gebe ich auch allen anderen recht, wirklich eines der schönsten Steelbooks in der letzten Zeit mal wieder. Und auch hinten haben wir dann hier unseren Hauptcharakter, unseren Shazam. So,
Und dann in drin, auch hier, ja, wie es alle machen, wie es alle schon gesagt haben, hier haben wir dieses bedruckte, die Disc. Bei neueren Sachen, ach, da wird es immer etwas schwieriger erstmal. Und dann hier das Inlay. Finde ich auch geil, wie die dann hier mit der Playstation, oder? Ist das immer Playstation? Nee, ist Xbox. Ist Xbox. Entschuldigung. Ist ein Xbox-Controller. Viele sind eher darauf nicht eingegangen. Ich gehe mal darauf ein. Es ist ein Xbox-Controller. Ja, die Form ist definitiv nicht PlayStation. Und es fehlt auch die Leiste. Ja, Shazam macht einfach nur Spaß. Absolut genialer Film. Kann ich wirklich nur empfehlen und sollte man sich definitiv anschauen. So, und dann, ja. Oder, das gibt's kein Update. Ja, denn ich habe hier 3 mega geile Sachen davon. Okay, 2 mega geile Sachen. Das eine, ich hab's wieder. Ich habe ja mal, als ich umgezogen bin, bevor ich umgezogen bin, habe ich ja mal komplett meine VHS verkauft. Und das fand ich schon ziemlich schade. Zum Teil, weil ich hatte auch wirklich einige nette Sachen. Allerdings habe ich jetzt wieder eine VHS wieder, die ich habe. Und ja, ohne das gibt es kein Update für mich. Ja, liebe Kinder, das ist VHS. Das war aus den 90ern das Hightech, was es gab. Liebe Kinder der Neuzeit, das ist Resident Evil in der VHS-Edition. Und ich mache das jetzt mal auf. Wieso sahen die dicken Viecher aus? So, jetzt werden ja bestimmt viele, sehr, sehr viele Retro-Leute sehr in Herzen springen, Also, Resident Evil. Ja, und ich habe sogar ja noch einen VHS-Player mit DVD, also so ein Duo. Ja, und dann hier Inlay ist so. Und ja, also ich bin richtig froh, dass ich Resident Evil wieder auf VHS habe. Und hinten dann natürlich, wie man es kennt, alles weitere technische. Wobei, hier gab es noch keine großen technischen Sachen wie heute auf der Blu-ray. Aber hier eben der Inhalt. Und ja, jetzt habe ich 3 Generationen Resident Evil Film. Ich habe VHS, ich habe DVD. Hey, ich habe sogar 4 Generationen. Fuck, aber... wo ist denn... Ich habe hier die PSP-Version, die UMD. Und, ja, jetzt wundert mich was. Moment mal. Ja, so, und dann bin ich wieder... Ja, und dann... Mache ich mal lieber so, habe ich die Blu-ray hier und die UMD. Also, meine große Resident Evil. Kleine Resident Evil 1 Fassungen. Ja, ich finde es, sieht nice aus auf jeden Fall. Also, ja. Also, ich sag mal so, in Resident Evil steckt mein halbes Geld drin, was ich jemand auch ausgegeben habe. Aber es sieht schon verdammt geil aus, so irgendwie. Vor allen Dingen noch die Blu-ray schön mit Unterschrift von Mila Jovovich. Jetzt müsste ich mir die VHS auch noch unterschreiben lassen. Alter Scheiter. Gut, das lasse ich jetzt mal so im Hintergrund, denn jetzt kommt was richtig Cooles. Ich lasse es jetzt mal, weil jetzt kommt sowieso Resident Evil Sachen. Ich mache das nochmal weiter nach hinten kurz. Zack. Ja, lass ich da mal so. Denn ich habe eine Schatulle. Ja, eine Schatulle Coslife. Ja, sieht doch schön aus. Nein, aber da drin ist natürlich etwas und darauf bin ich sehr, sehr froh, dass ich das habe. Es sind nämlich zum 2. Remake die Schlüssel. Und ich lasse die jetzt mal, die sind so angekommen in diesen kleinen Schutzfolien, sage ich mal so dazu. Und die sind aus Zink. Das ist alles aus Zink hergestellt. Sieht richtig nice aus. Also, das muss man schon sagen. Wow. Richtig gut verarbeitet zu den Sachen. Allerdings werde ich jetzt mal eine aus ihrer Verpackung mal entfernen und dann euch mal so zeigen. Das ist nämlich der Peak-Schlüssel.
Oder was war? Oh Gott, ich bringe manchmal die völlig durcheinander. Ja, wie ihr seht, ist auch aus dem Originalspiel hier empfunden. Auch das hier, die ist das gleiche empfunden. Moment mal. Ja, also richtig schickes Ding, muss man schon ehrlich sagen. Und so sind alle verarbeitet und glänzen auch schön. Jetzt, sorry, jetzt ist das mal im Hintergrund ein bisschen schärfer. Ich mache es doch ein bisschen hier hin nach hinten, damit es doch ein bisschen schärfer wird. So, ja, also das ist richtig nett geworden. Also ich habe sie, vor allen Dingen das Witzige ist ja, habe ich über Amazon bekommen. Und auf Amazon und überhaupt auf Bildern sehen die immer größer aus. Ich habe die mir wirklich größer vorgestellt. Aber dabei sind die fast daumengroß. Und das ist so ein richtig krass, wie groß die doch in Real Life sind. Das hatte ich ja auch damals bei diesen GameCube-Varianten von der japanischen GameCube-Varianten von Resident Evil Spielen. Die waren auch richtig mini, obwohl die in Bildern so groß aussehen. Ja. Also, und das steckt hinter dieser Sache drin. Und das ist richtig nice. Finde ich auch richtig nice. Lass ich auch nochmal hier. Und jetzt kommt das Größte von allen. Denn ich hatte ja mal ein Update, die Schallplatte vom ersten Resident Evil Remake. Ja, und jetzt habe ich die zweite Schallplatte. Resident Evil 2, Original Soundtrack, ja, leichter so ramponiert, auf Vinyl. So, jetzt muss ich mal doch noch mal kurz was machen, kleiner Blick mal. So, ja, dann mache ich es jetzt mal so. Ja, ich musste, das ist hier so zusammengeklebt einfach, was ich jetzt nicht so pralle fand, aber nun gut, ich habe es leider nicht verschweißt bekommen. Jetzt, aber dennoch, ich finde, das war so eines meiner Must-Haves, weil ich finde, das Cover ist so richtig cool vom Licker. Und dann hinten, wie beim ersten. So. Dann auch hier wieder. Ja, hier sieht man, es ist ein bisschen blöd geworden, leider. Schade. Und dann hier unten natürlich die ganzen Soundtracks einfach. Und absolut geniales Ding. Ich freue mich richtig, dass ich jetzt die zweite Schallplatte habe. Also meine beiden Schallplatten habe ich jetzt komplett. Damit wächst meine Sammlung von Resident Evil natürlich bis ins Unermessliche. Vor allen Dingen das hier, dann die VHS, dann die Schlüssel, dann noch einige seltene Sachen. Also, oh, Alter, ich will nicht mal wissen, wie viel da so in etwa meine Resident Evil Sammlung kostet. So, jetzt habt ihr hier mein allgemeines Bild. Ja, das war mein Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie ich schon sagte, ich werde bald eine Reihe wieder beginnen und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich würde mich auch Kommentare freuen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, gerade die schönen Resident Evil Sachen oder auch diese beiden Steelbooks, die ich vorgestellt habe. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das Video seht. Bis dann, euer JK Forever No One.